Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschließen heute die Verlängerung und die Ausweitung des MINUSMA-Mandates in Mali. Wir waren als eine Abordnung von Parlamentariern vor kürzlich erst in Mali, auch mit unserer Bundesverteidigungsministerin, und wir haben uns vor Ort selbst ein Bild darüber gemacht, wie groß die Herausforderungen sind, die auch auf unsere Soldatinnen und Soldaten zukommen. Und es gibt natürlich Belastungen auch für die Familien vor Ort. Und das haben wir sehr wohl im Auge. Und deswegen ist es auch noch einmal wichtig, deutlich zu machen, warum dieser Einsatz in Mali auch für die Sicherheit Deutschlands und Europas von besonderer Bedeutung ist. Und um kurz auf meinen Vorredner allein aus Höflichkeit einzugehen, kann man sich nur wundern, Sie konstruieren hier eine Reihe von Argumenten, Sie verunglimpfen damit den guten Ansatz der Leistungen vor Ort und Sie verkennen völlig die Verantwortung auch von uns Parlamentariern in Deutschland für die Sicherheit unseres Landes, Europas und auch für die Sicherheit Nordafrikas. Und das war keine Parlamentsrede, das war eine parteiideologische Rede, wo man sagen kann, Thema komplett verfehlt. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend erkannt, dass wir unser Engagement, auch unsere Verantwortung erhöhen müssen, um dort die Konflikte einzudämmen, wo sie entstehen, weil ansonsten die Auswirkungen dieser Konflikte auch zu uns kommen in Form von Terror, aber auch in Form von Menschen, die vor diesem Terror fliehen. Und deswegen sagen wir als CDU-CSU-Fraktion und auch als Koalition, dieser Einsatz ist notwendig. Wir verlängern dieses Mandat. Meine Damen und Herren, Mali hat eine Schlüsselfunktion im Norden Afrikas für die gesamte Sahelregion, das ist schon angesprochen worden, für die Nachbarstaaten, für Mauretanien, Burkina Faso, Niger. Und deswegen ist es auch umso bedeutender herauszustellen, dass für Gesamtwestafrika der Niger, aber auch Mali eben ein Transitland ist über Libyen und das Mittelmeer dann Richtung Europa. Und deswegen ist es so wichtig, gemeinsam mit den Regierungen vor Ort den Terror zu bekämpfen in Form von Boko Haram, Tuareg-Rebellen oder islamistischen Milizen. Meine Damen und Herren, das ist notwendig und diese Verantwortung nehmen wir an. Diese Stabilisierungsmission, auch MINUSMA als Mandat der Vereinten Nationen, begleitet von der Europäischen Ausbildungsmission EUTM, aber auch eben in Zusammenarbeit mit ECOWAS, den Staaten vor Ort. Das ist das Ziel, dass wir Stabilität und Sicherheit auch in Mali gemeinsam erreichen. Und dennoch sage ich, die Lage ist weiterhin fragil. Es bedarf unserer besonderen Aufmerksamkeit. Ein zusammenbrechendes Mali hätte eine unglaublich negative Kettenreaktion mit unvorhersehbaren Folgen, auch für Europa. Und deswegen müssen wir dauerhaft erreichen, dass dieses Land stabilisiert wird, damit Migrationsbewegungen nicht erst stattfinden, damit vor allem Terror bekämpft wird. Und da ist der Einsatz der Bundeswehr ein ganz wesentlicher Baustein, eingebunden in die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung. Und der Marshallplan mit Afrika durch den Entwicklungsminister ist ein weiterer Baustein. Dieses zusammenvernetzt soll eben erreichen, dass wir Stabilität erreichen. Und da nehmen wir Verantwortung als Koalition und stimmen diesem Mandat heute auch zu. Wir weiten den Einsatz aus. Bisher waren 600 Soldatinnen und Soldaten dort, haben Aufklärungsmissionen durchgeführt, um ein Lagebild zu bekommen. Das verlangt viel ab, auch für Leib und auch Seele. Und wir erweitern jetzt auf 1000 Soldatinnen und Soldaten, um Hubschrauberfähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Die niederländischen Soldaten ziehen jetzt vereinbarungsgemäß ihren Auftrag ab. Und wir ersetzen dies für die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten, indem eben mit einem gemischten Heeresfliegerverband unter der Leitung des Transporthubschrauberregimentes aus Fassberg, aus Niederstetten, aber eben auch mit einem Kampfhubschrauberanteil aus Fritzlar,
deutlich gemacht wird, wir wollen für die Lebensversicherung unserer Soldatinnen und Soldaten das Maximale tun. Das nehmen wir an. Und ich freue mich beispielsweise, dass auch der Bürgermeister der Gemeinde Fassberg, Herr Frank Bröhl, heute auf der Tribüne ist, aus Interesse für seine Soldatinnen und Soldaten und Gemeindemitglieder, und auch der Generalarzt als Inspekteur des Sanitätswesens heute hier ist, meine Damen und Herren. Das zeigt auch, wir haben die Unterstützung aus der Kommunalpolitik, aus den Streitkräften und binden dies zusammen in unserer Verantwortung, meine Damen und Herren, damit wir deutlich machen, wir unterstützen unsere Soldatinnen und Soldaten, wir geben ihnen volle Rückendeckung, wir helfen ihnen auch, wenn sie in Bedrängnis sind. Und deswegen ist es gut, dass die Koalition heute diese Verantwortung gemeinsam für unsere Sicherheit übernimmt, meine Damen und Herren. Der Einsatz ist herausfordernd, er ist auch gefährlich. Das zeigen eben die Erfahrungen vor Ort, ein Anschlagswesen, auch durch den Anschlag am 18. Januar, aber auch die klimatischen Herausforderungen, unbekanntes Terrain, aber vor allem eben auch die Raumsituation im Lager. Und deswegen ist es gut, dass es einen Auslandsverwendungszuschlag gibt in der höchsten Stufe, in der Stufe 6. Das ist Ausdruck von Verantwortung. Und ich bin insbesondere unserer Bundesverteidigungsministerin sehr dankbar für diese klare Haltung in dieser Angelegenheit, auch aus Fürsorge für unsere Soldatinnen und Soldaten. Meine Damen und Herren, wir bauen auf die Erfahrungen auf, die wir in den Einsätzen im internationalen Rahmen bisher gemacht haben. Wir fordern daher eine klare Ablöseregelung für diesen intensiven Hubschraubereinsatz. Aber wir sagen eben auch, wir müssen die Belastung im Heimat- und Grundbetrieb möglichst minimieren, weil wir sagen, wir müssen voraussichtlich mehr tun für die Sicherheit unseres Landes und für die Sicherheit Europas, für ein stabiles Europa, auch dadurch, dass wir Konfliktsituationen dort eindämmen, wo sie entstehen. Wir haben dafür die notwendigen finanziellen, materiellen und auch personellen Trendwenden umgesetzt. Der Verteidigungshaushalt wird erhöht, um die Mittel auch zu bekommen, dass wir uns zukünftig weiterhin so erfolgreich für Frieden, für Freiheit und für Sicherheit einsetzen. Das sind wir den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger gegenüber verpflichtet, aber auch aus unserer Verantwortung für Nordafrika, meine Damen und Herren. Und deswegen stimmen wir als CDU-CSU-Fraktion diesem Mandat heute aus voller Überzeugung zu. Herzlichen Dank. Als nächster Redner spricht Agnieszka.